Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lehrstunde mit Black Desert Online. Heutiges Thema Garten, Anbau, Landschaft. Das sind, glaube ich, so ein paar Stichworte, damit könnt ihr gut was anfangen. Und ich stehe bereits in dem Gebiet, in dem ich mit meinen Zäunen für den Landschaftsbau. Was heißt so Landschaftsbau? Ne, nur Anbau. Unterwegs bin. Das ist jetzt die zweite Aufnahme. Die ersten fast 40 Minuten durfte ich wegschmeißen. Ich hoffe, ich kriege das Ganze jetzt auch diesmal etwas besser strukturiert hin. Komme nicht ganz so viel am Ende ins Faseln. Das Problem war wieder mal die Tonqualität. Und zwar hat mein Mikrofon, welches ich etwas neu ausgerichtet habe, angefangen, dieses alles überlagene Brummen zu produzieren. Super. Ja, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Das war so nicht beabsichtigt. Ja, ich bin dafür natürlich etwas besser vorbereitet, weil ich weiß, was mir letztes Mal gefehlt hat. Obwohl ich dachte, dass ich das Ganze vorbereitet habe. Wir fangen erst einmal mit etwas ganz Einfachem an. Und zwar eine der Sachen, um die ihr euch unbedingt kümmern müsst, und das ist Wasser. Wasser gibt es für den Teil des Spiels, in dem ich bisher unterwegs bin, in 5 verschiedenen Varianten. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Eine Variante könnt ihr davon kaufen, alle anderen müsst ihr, ich glaube, 2 Varianten könnt ihr kaufen, alle anderen müsst ihr definitiv selber herstellen. Die kaufbare Variante ist Mineralwasser. Das könnt ihr für 30 Silber bei entsprechenden Händlern, zum Beispiel beim Koch in Velia, kaufen. Ist auch eine der Zutaten, die ihr zum Kochen benötigt, weil ich da gern mal auch andere versuchen würde. Die zweite Variante ist das Meerwasser. Meerwasser bekommt ihr in dem Jahr mit einer leeren Flasche, die ihr für 50 Silber kauft, aus dem Meer. Und Flusswasser bekommt ihr auch mit so einer leeren Flasche aus dem Fluss natürlich. Destilliertes Wasser könnt ihr mittels Erhitzen von Flusswasser herstellen. Gesäubertes Wasser könnt ihr ebenfalls aus Flusswasser herstellen, dafür müsst ihr es aber sieben. So, beide Varianten sind Produktionsaktivitäten, einmal hier das Erhitzen, einmal hier das Sieben. Welche Variante für euch die bessere ist, das müsst ihr selber entscheiden. Das Endergebnis für den... Ich brauche bloß I, Inventar. Das Endergebnis für den Anbau ist bei beiden das gleiche. Und zwar... Ja, gucken wir es mal beim Mineralwasser nach. Wenn ihr euch die Beschreibung anguckt, dieser leicht hellbraune Bereich, da steht unten mit dem Sternchen... Wird Mineralwasser im Garten angewendet, steigt der Wasservorrat ein wenig an. Ein wenig entspricht, glaube ich, 4-5 Anwendungen von gesäubertem oder destilliertem Wasser. Denn wird destilliertes Wasser im Garten angewendet, steigt der Wasservorrat stark an. Bei Flusswasser steigt der Wasservorrat an. Ist also irgendwo dazwischen. Mineralwasser kostet, wie gesagt, 30 Silber. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr müsst das Ganze viermal anwenden. Das heißt, dass ihr 4 Mineralwasser benötigt und dementsprechend 120 Silber, um auf den gleichen Effekt zu kommen. Für einmal leere Flasche zum Fluss rennen, einmal Energie ausgeben und einmal sieben oder erhitzen, nochmal eine Energie. Das wären 50 Silber und eine Energie. Finde ich unterm Strich wesentlich günstiger. Meerwasser habe ich ausgelassen. Denn Meerwasser, wenn ihr euch die Beschreibung anguckt, da seht ihr, fehlt unten der Stern. Mit Meerwasser könnt ihr den Wasservorrat auf euren Feldern nicht erhöhen. Denn Meerwasser, da ist Salz enthalten. Und Salz war schon immer eine gute Methode, um die meisten Anbauflächen für fast alles komplett unbrauchbar zu machen.
Ohne Wasser habt ihr schlechte Ernten und habt wesentlich mehr Arbeit in euren Feldern. Apropos mehr Arbeit, es ist durchaus sinnvoll, darum bin ich momentan mit meiner Tämerin unterwegs, weil ich die hier hinten abgestellt habe, weil ich aktuell natürlich hauptsächlich mit meiner Valkyrie unterwegs bin. Ja, und warum nicht hier hinten abstellen, wenn ich eh ständig immer wieder Arbeit investieren muss? Und das Umloggen ist wesentlich schneller, als wenn ich aus meinetwegen Heidel, das ist der momentan am weitesten für mich entfernte Ort, wenn ich aus Heidel erst einmal ja den ganzen Weg, auch wenn ich querfeldein dann gehen würde, hier oben zum Laubenhof zurück. Umloggen ist wesentlich schneller. Weil ihr sagen könnt, ihr geht hierhin, Verbindung trennen, wählt einen anderen Charakter aus und sagt ändern. Nach ca. 10 Sekunden, 15 Sekunden seid ihr ausgeloggt und automatisch werdet ihr auf den anderen Charakter umgeloggt. Bedingung ist dafür, dass der Charakter mindestens Level 4 ist. Gut, wir haben Wasser. Was benötigen wir noch? Wir benötigen diese Zäune, wo ich jetzt momentan in einem hier drin stehe. Das Schöne ist ganz nebenbei, ihr braucht euch keine allzu großen Gedanken machen, falls ihr in ein Gebiet gekommen seid, wo viele Zäune sind. Ich drehe gerade mal so ein bisschen die Kamera. Wir sehen momentan keine anderen Zäune. Schwupps, da sind sie. Wenn ihr euch in eure eigenen Zäune bewegt und selbst wenn die Zäune von anderen überlagert werden, werden die ausgeblendet. Unterschiedlich gut und unterschiedlich schnell. Ich habe es auch durchaus schon gehabt, dass dann hier hinten die Sonnenblumen weiterhin angezeigt worden sind, obwohl ich im Zaun drin war. Aber alles, was hier meine Zäune direkt überlappt hat, das wurde definitiv ausgeblendet. Somit kann ich mich auf meine eigenen Zäune, auf meine eigenen Anbauflächen konzentrieren. Werde von den anderen nicht gestört. Zäune bekommt ihr auf zwei mir bekannte Arten. Einmal für Quests oder aus Quests. Der Zaun, in dem ich gerade drin stehe, ist aus einem Quest. Und zwar gibt es das... habe ich auf den Posten gekommen. Hier unten am nördlichen Wachlager. Da gibt es hier... Das müsste der Jemkas Drakenschreck sein. Das ist ein Zwerg. Der gibt euch euer erstes Anbauquest. Zumindest müsste das erste sein. Kann sein, dass ich offenen Auges an allen anderen vorbeigerannt bin. Und dort gibt es dieses kleine Anbaufeld, den kleinen Zaun, wo ihr bloß eine Sache platzieren könnt. Von mir aus gesehen ist momentan der nächste Ort, wo ihr einen Zaun bekommen könnt, offensichtlich der Fintohof. Das ist eine Variante, wo ihr Beitragspunkte bezahlt. Ich glaube, so um die 5 Beitragspunkte müsste das sein. Wenn ich mich irre, sind das 10 Beitragspunkte. Das müssten, glaube ich, irgendwo 2, 3, 4 oder 5 Beitragspunkte gewesen sein, um den auszuleihen. Die Beitragspunkte sind dann, solange wie ihr den Zaun behaltet, weg. Könnt das Ding dann natürlich wieder abgeben und dann bekommt ihr die Beitragspunkte auch wieder zurück. Der Zaun am Fintehof ist ein einfacher Zaun, heißt es, glaube ich. Der ist 4 Felder groß. Also er hat 4 Slots, wo man was anbauen kann. Und zuletzt braucht ihr noch Samen. Samen gibt es auf 4 unterschiedliche Wege, sind das, glaube ich. Zum einen gibt es bereits, dann werdet ihr relativ früh drüber stolpern, weil das ist nämlich in Olvia. Da gibt es hier am Lager, gibt es Boffin. Boffin ist ein Samenhändler. Samenhändler gibt es noch mehr. Für einige müsst ihr dann spezielle Bedingungen erfüllen. Zum Beispiel in Heidel habe ich noch einen gefunden. Gucken, ob ich den so ad hoc finde. Ich glaube, der stand hier oben irgendwo rum. Für den musste ich erst andere Leute kennenlernen, bevor der gesagt hat, okay, er verkauft mir Sachen. Ist also nicht immer ganz einfach, um an die Samen heranzukommen. Es gibt aber noch 2 andere Wege. Wegen eines der Wege bin ich hier hinten unter anderem. Und das sind einerseits hier die Graskäfer. Die haben eine, wenn auch relativ geringe Chance,
ja, Sachen zu droppen, die aus dem Anbau kommen. Das sind einmal hier in der Region Kartoffeln und Kartoffelsamen und die Parasitenbienen. Auch die haben sogar schon eine relativ hohe Chance im Vergleich zu den Graskäfern, Kartoffeln und Kartoffelsamen zu droppen. Und wenn sich das in dieser Aufnahmesession anbietet, hat sich eine andere leider nicht angeboten. Hier an dieser Stelle droppt eine sogenannte wilde Parasitenbiene. Wilde Kreaturen sind wild, das heißt, sie greifen euch aktiv an. Sie warten nicht darauf, dass ihr sie angreift. Die greifen nicht sofort an. Sie gehen meistens erst noch in Drohverhalten. Ihr habt also eventuell Zeit zu fliehen. Und sie sind um einiges widerstandsfähiger und teilen auch wesentlich mehr aus. Also während ich hier so eine Parasitenbiene mit einem Schlag umhaue, muss ich bei der wilden Parasitenbiene schon gucken, dass ich auch mal einen Heiltrank einwerfe. Ja, lustig. Und zusätzlich gibt es die Möglichkeit, halt über Quests das Ganze zu bekommen. Oder wenn ihr euch hier zum Beispiel auf so einen Hof begebt und dort Sachen abbaut, könnt ihr das Ganze bekommen. Aber auch wenn ihr, das ist jetzt leider nicht sowas, wenn ihr durch die Gegend rennt, sind euch vielleicht schon mal Dickichte aufgefallen und andere Sachen, wo ihr sammeln könnt. Auch die Sachen können euch, hier im Busch zum Beispiel, da könnte ich eventuell einen Samen draus erhalten. Müsst ihr halt gucken, was für euch die valide Variante ist. Und falls ihr überhaupt kein Glück habt damit, dann könnt ihr auch zu den Auktionshändlern gehen. Hier in Velia wäre das Schiel. Auch dort werden immer wieder Samen angeboten. Das sind so die Sachen, die ihr benötigt, um mit dem Anbau anzufangen. Also ich wiederhole nochmal, fasse nochmal zusammen. Definitiv Wasser. Ohne Wasser werden eure Feldfrüchte auf Dauer nichts werden. Ihr benötigt einen Zaun und ihr benötigt natürlich Saatgut. Wenn ihr das alles zusammen habt, dann geht ihr an einen passenden Ort. Ich würde, wie gesagt, den Laubenhof für den Anfang empfehlen, zumindest hier in der Nähe. Ist kein hochleveliges Gebiet, da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Da könnt ihr auch einen niedrigleveligen Zweitcharakter erstmal hinstellen, den ihr nicht ganz so häufig spielt. Und dann geht ihr ins Inventar und baut euren Zaun auf. Ich gehe jetzt mal hier bei diesem Zaun ins Platziermodus, also in den Platziermodus. Ihr bekommt dann eine ähnliche Übersicht. Ihr habt hier links und hier unten keine Anzeigen. Ihr habt dann hier eine Übersicht, die eine gewisse Möglichkeit hat, dass ihr dann hier hin und her scrollt. Und lauter blaue und rote Punkte. Das sind die Flächen, wo ihr das Ganze dann platzieren könnt. Ihr solltet darauf achten, dass das Ganze nach Möglichkeit auf einer großen Fläche an blauen Punkten ist und nicht auf roten Punkten, denn ich gehe davon aus, ich habe das bisher nicht getestet, weil ich sehe dafür keinen Sinn, das kostet mich bloß Zeit. Dass ihr das Ganze nach Möglichkeit halt dann auf den blauen Punkten platziert, denn ich gehe davon aus, es ist jetzt doppelt gemoppelt, dass die roten Punkte dann Flächen auf dem Anbaugebiet sind, wo ihr keine Pflanzen unterbringen könnt, weil der Boden komplett ungeeignet ist, weil er zum Beispiel aus Stein ist. Da drauf eine Pflanze anpflanzen, das könnt ihr euch sicherlich denken, ist ein bisschen schwierig. Wenn das Ganze dann fertig ist, geht ihr anschließend in den Anbaumodus und habt hier eine entsprechende Übersicht. Links habt ihr eine Anleitung für den Anbau. Außerdem Gartennutzung, wie viele freie Positionen es gibt. Jede der Sachen, die hier unten angezeigt sind, sind Sachen, die dann, wenn sie aufgestellt sind, eine der Einheiten wegnehmen. Und es werden euch auch die angezeigt, die ihr bereits
wie es hier so schön heißt, ist bestimmt nicht gut lesbar im Video, installiert. Die Sachen sind halt installiert, ja. Die Anleitung für Anbau gibt euch so ein paar grundlegende Informationen, wo ihr euch mal durchklicken könnt, wo ihr halt so ein paar Informationen bekommt, unter anderem hier Saat erhalten. Hier steht nicht alles drin, denn wie gesagt, Monster Drops sind nicht aufgeführt als mögliche Quelle für Saatgut. Aber auch was Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und Grundwasser sind so ein paar Sachen. Schon wieder gegähnt. Es ist bei mir relativ früh am Morgen und es ist die zweite Aufnahme bereits. Und es gibt euch allgemein so ein paar Informationen, die ihr dann einerseits über die Karte abrufen könnt, andererseits auch direkt über die Feldfrüchte, das zeige ich euch gleich. Verwaltungsinformationen sind auch interessant. Die Vogelscheuche hat bisher bei mir noch keinen Sinn gemacht. Darum habe ich auch wieder weggenommen, weil wie gesagt, jedes Platzierte bringt mir einen Platz weniger. Und wenn ich hier dieses kleine Feld, was zwar optisch genauso groß ist wie das da links daneben, aber bloß einen Anbauplatz hat und hier auch nur vier, dann könnt ihr nicht viel anbauen. Es gibt aber noch wesentlich größere, die dann auch optisch durchaus größer wären. Da ist dann viel mehr möglich, da könnt ihr dann euch wesentlich besser auslassen. Wasserwege helfen euch beim Wassermanagement. Das ist so ein Ding hier mit mehreren Fässern. Stutzen und von Fäulnis befreien sind wichtige Aktionen, die euch Energie kosten und ein Hauptgrund sind, warum ihr euch immer wieder mal hier einloggen müsst mit einem anderen Charakter. Oder wenn ihr die eventuell langen Wege auf euch nehmen wollt, dann würde ich bis hierhin rennen. Boah. Also vorhin ging es besser, da war ich nicht so häufig hier gegangen. Bin gerade in der Tiefphase anscheinend. Stutzen. Habt ihr vielleicht schon gelesen, wenn es von der Größe her passt. Stutzen müsst ihr vor allem dann, wenn ihr... Oh, das wusste ich nicht, dass das geht. Okay. Müsst ihr vor allem dann, wenn ihr viele Sachen auf euren Feldern habt. Dann ist eventuell nicht genug Platz für die entsprechenden Pflanzen und sie wachsen dann langsamer im Anschluss. Aber sie wachsen zumindest. Von Fäulnis befreien passiert mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn sie zu wenig Wasser haben. Es kann immer passieren, die Chance besteht ständig, aber wenn das verfügbare Wasser zu wenig ist, dann ist die Chance erhöht. So, und dann gehen wir auch hier mal auf, wie ich das gerade entdeckt habe. Und welches Wasser damit gemeint ist, ist natürlich die Feuchtigkeit, welche sich auch unter anderem natürlich aus dem Grundwasser mit errechnet. Wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, ist das auch nicht günstig. Das stand dann, glaube ich, hier mit bei, dass die Fäulniswahrscheinlichkeit wesentlich höher ist. Darum ist es gut, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist. Die Temperatur sollte im richtigen Bereich sein. Scheint sie bei mir zu sein. Und Grundwasser könnt ihr selber aufstocken. Dafür gehen wir mal ansichtlich wieder raus. Mal kurz hier nach. Hier können wir das nicht sinnvoll zeigen. Oh, da ist die wilde Parasitenbiene. Ihr seht schon, sie wird gerade aktiv. Komm, Heilung, Heilung. Ihr seht, sie tut mir doch einiges an. Und bringt mir immerhin 5 Kartoffeln, ist in Ordnung. Okay, ich wollte aber eigentlich hier hin. Hier haben wir auch gleich mal die Möglichkeit zu zeigen. Ich stütze mal diese Pflanze hier. Das kostet mich jetzt wieder ein Energie. Hat mir ausnahmsweise mal kein Unkraut gebracht. Das Stutzen kann nämlich auch Unkraut bringen. Interessanter ist dann aber natürlich hier diese Übersicht. Das Ganze hier blinkt, weil ich einen Wasserweg aufgestellt habe. Der Wasserweg sorgt dafür, dass die Pflanzen
nicht ganz so schnell das Grundwasser aufbrauchen. Und umso mehr Pflanzen ihr habt, umso mehr Grundwasser wird aufgebraucht. Wie kann ich das Ganze auffrischen? Indem ich einfach ins Inventar gehe, mir eine der Wassermöglichkeiten aussuche und Rechtsklick drauf mache. Und ihr habt gesehen, der blaue Balken fürs Grundwasser ist größer geworden. Dann haben wir wieder mehr Wasser und die Fäulniswahrscheinlichkeit ist weiterhin wesentlich geringer. Ich habe aus meiner Quest von dem Zwergen in der Nähe von Heidel auch eine Quest für Dünger bekommen. Dünger wird unter anderem aus getrocknetem Weizen hergestellt. Das heißt, ich habe hier Weizen, der ist irgendwann weit genug. Den kann ich dann ernten. Und aus dem geernteten Weizen kann ich aus 5, müsste das gewesen sein, 5 Weizen trocknen, bringt mir etwas Dünger. Auch da gilt wie bei den meisten anderen Verarbeitungs- oder ich glaube so bei allen anderen Verarbeitungsschritten, umso höher eure Fertigkeiten bei dem jeweiligen Charakter, umso höher ist die Chance, da mehr als 1 rauszubekommen. Das hatten wir ja bereits im Produktionsvideo für Eisen gehabt, beziehungsweise für Erze. Dass, wenn ich da halt einen hohen Skill habe, dass ich dann zwar meinetwegen 5 Erzsplitter verarbeite und daraus einen geschmolzenen Splitter bekomme, es kann aber sein, dass ich da dann halt meinetwegen 2 geschmolzene Splitter rausbekomme. Und so summiert sich das Ganze halt. Genau das gleiche ist übrigens auch mit dem Flusswasser. Ich brauche zwar eine leere Flasche, um ein Flusswasser herzustellen. Ja, passiert dann nicht. Aber wenn ich siebe oder es erhitze, kann es sein, dass ich dabei 2 oder vielleicht sogar mehr entsprechende gesäuberte bzw. destillierte Wasserflaschen bekomme. So. Wie macht man es jetzt, dass man mehr Pflanzen auf Dauer bekommt? Ihr seht ja, ich habe hier 3 Stück, hier auch nochmal ein und ich habe jede Menge Saatgut. Ein Teil davon sind natürlich Drops von Monstern. Parasitenbienen gibt es übrigens auch in anderen Gebieten, auch in anderen Varianten, die dann nicht unbedingt Kartoffelsamen bringen. Nun, das ist relativ einfach. Ich gehe jetzt nochmal hier rein, weil hier haben wir die Anleitung. Und wenn ich hier Pflanzenzucht mal anklicke, ernte die Saat anstatt der Frucht. Als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich nicht gewusst, beziehungsweise habe mich auf das erste Ergebnis, was ich bekommen habe, verlassen. Ich habe eine Pflanze geerntet und einen Samen rausbekommen. Wozu mache ich das dann? Nein, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr was angebaut habt und die mindestens 100% erreicht haben, die können auch über 100% haben und irgendwann sinkt dann ihre Qualität. Das heißt, wenn ihr euch nicht um die Fäulnis kümmert, wenn ihr sie nicht stutzt, wenn sie zu lange wachsen und nie geerntet werden, dann könnt ihr sie zwar irgendwann immer noch ernten, aber sie haben eine unglaublich schlechte Erntequalität und sie bringen euch kaum noch Früchte. Mit der Pflanzenzucht habt ihr die Möglichkeit, mindestens einen Samen zu bekommen. Das ist das absolute Minimum. Ihr könnt mehr als einen Samen bekommen. Das höchste, was ich bisher bekommen habe, waren 2 Samen der gleichen Qualität. Oder ihr könnt höherwertige Samen erhalten, die dann natürlich auch höherwertige Früchte bringen und somit Früchte, die mehr Geld begeben und vermutlich auch in den Rezepten wesentlich bessere Ergebnisse dann bringen. Wenn ihr das ganze Zeug erntet, habe ich zumindest bei den Kartoffeln momentan Ernten von 50 bis 70 Kartoffeln auf einen Schlag. Dafür sind die auch mehrere Stunden lang im Anbau, aber ein Anbau, um den ich mich fast gar nicht kümmern muss. Ich muss mit guter Pflege hin und wieder mal hin. Dafür logge ich mich in einen anderen Charakter um und gebe ein bisschen Energie aus, um die zu pflegen. Fertig. Logge mich da anschließend wieder zurück um und fertig ist. Das kostet mich vielleicht 5 Minuten oder so für die gesamte Arbeit. Und ich bin dann nicht von Heidel aus hier unten aus dem Questgebiet, bloß weil ich gesehen habe, eines der Symbole hier oben, die momentan beide so ein schönes Dunkelblau haben, sind rot geworden. Und dann braucht eine Pflanze eventuell bloß ein bisschen Pflege. Bin dann also nicht dafür von dort unten hier hochgereist, um dann anschließend wieder umzudrehen, nach unten zu reisen. Sondern habe einen 2-Charakter direkt vor Ort, der sich darum kümmert.
Ja. Bleibt noch ein Thema offen. Wie bekomme ich diesen Wasserweg und die Hohlscheuche? Ihr habt das eventuell, wenn ihr auf einem Gerät guckt, was groß genug ist, das Ganze schon gelesen. Ihr benötigt dafür eine Tischlerwerkstatt. In Velia gibt es bloß ein Gebäude mit einer Tischlerwerkstatt. Das habe ich vorhin in der anderen Folge schon nachgeguckt, in der anderen Aufnahme, im anderen Aufnahmeversuch. Ihr benötigt dafür mindestens erst einmal dieses Gebäude, als was auch immer ihr das verwendet. Und dann habt ihr Zugriff auf dieses Gebäude. Hier gibt es eine Tischlerwerkstatt der Stufe 1 und hier gibt es Vogelscheuche und Wasserwege. Ihr benötigt dafür im Endeffekt halt einen Arbeiter und etwas Material. Das Material ist unter anderem Schwarzsteinpulver. Eins, das benötigt ihr für beides. Und ihr benötigt etwas Holz, einfach Holzscheiter. Die bekommt ihr, indem ihr mit einer Axt losgeht und irgendwelche Bäume fällt. Jeder Baum hat die Chance, einfache Holzscheiter zu droppen. Neben den Holzscheiten von seiner eigenen Art, also eine Birke kann halt Birkenholz droppen und ein Holzscheit. Eine Tanne kann Tannenholz droppen und ein Holzscheit. Wasserwege brauchen etwas weniger Holz. Sie benötigen aber dafür einmalig auch noch Flusswasser, und zwar 8 Stück. Das sind beides Ressourcen, die ihr nicht von Arbeitern herstellen könnt. Da müsst ihr wirklich selber losziehen und euch das Ganze irgendwie besorgen. Entweder geht ihr zum Auktionshaus und kauft euch das Ganze ein, oder ihr habt wirklich Arbeiter, die sich darum kümmern. Ihr könnt natürlich auch einen Wasserweg und eine Vogelscheuche im Auktionshaus kaufen, wenn ihr das Geld dafür habt. Die sind aber durchaus gerne mal etwas teurer und vielleicht gerade am Anfang ist es etwas einfacher, Beitragspunkte im Bereich von Pi mal Daumen 10 zu investieren. Denn ihr benötigt halt hier dieses Gebäude mit 2 Beitragspunkten. Ihr benötigt dieses Gebäude, was ihr auch in eine Raffinerie umwandeln könnt. Das sind auch nochmal 1 Beitragspunkt. Damit sind wir bei 3 Beitragspunkten. Ihr könnt damit Schwarzsteinpulver herstellen. Schwarzsteinpulver benötigt bloß groben Stein. Den könnt ihr bei Feldspat, Granit und ich glaube noch einer dritten Ressource mit der Spitzhacke abbauen. Da gibt es eh genug Quests, wo ihr entweder Erze holen sollt oder so direkt groben Stein und das Zeug anschließend behalten dürft. Genau das gleiche gilt für Holz. Ein Arbeiter, der das Ganze verarbeitet und noch 2 bis 5, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Beitragspunkte das waren, um euch einen Zaun zu holen. Das sind keine 10 Beitragspunkte und ihr habt alles zusammen und könnt das Ganze für Lau produzieren lassen. Um das Ganze einmal zu haben, ist, denke ich, der etwas sinnigere Weg. Anschließend habt ihr massenhaft Kartoffeln. Farmt dafür halt, wie gesagt, nach Möglichkeit so ein bisschen die Parasitenbiene, oder allgemein die Parasitenbienen. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, wenn ich links, rechts von meinem direkten Weg nur so 1-2 Meter abweichen muss, dann fällt bei mir jede Parasitenbiene und jeder Graskäfer um, in der Hoffnung, dass ich da Drops bekomme, und ich habe mehr als genug bekommen. Und wenn ihr die Sachen nicht zu Bier oder ähnlichem verarbeiten wollt, habt ihr da auch die Möglichkeit, zum Beispiel am Laubenhof, gibt es ja auch noch woanders, die Möglichkeit zu sagen, hier so ein Erntebündel und ähnliches, um euch dann die Handelspakete herzustellen. Und auch da gibt es ja dann nachher die besonderen, hier weiter unten irgendwo, besondere Kisten und hochwertige. Das sind halt die Sachen, wo ihr höherwertige Güter damit herstellt, dass ihr da eine höherwertige Ernte am Ende bekommt. Und ihr seht es ja bereits, ich habe hier im Endeffekt auch hochwertigen Kartoffelsamen, hochwertigen Kartoffelsalam. Salam schon wieder. Ganze Folge über habe ich das. Ich bin in der ersten Aufnahme ständig über, wenn ich Samen sagen wollte, also wenn ich Kartoffelsamen sagen wollte, habe ich ständig Kartoffelsalamen gesagt. Ich sterbe da heute über meine Zunge, ich weiß nicht. Es ist noch zu früh für mich. Ja, wie macht man das Ganze mit dem Ernten noch kurz, wenn die Pflanzen
weit genug gewachsen sind, bekommt ihr zwei weitere Optionen. Da ist dann der R-Button anschließend mit Ernten belegt und F1 mit Saatgut sammeln. Ihr könnt es entweder oder machen, aber wie gesagt, ihr habt eine relativ gute Chance, auf Dauer mehr Samen rauszubekommen und vor allem höherwertige Samen und diese dann zum Beispiel halt dort mit wieder etwas Energie Investition. Oh, ich soll nicht so früh aufnehmen. Also kurz nochmal aufstehen. Könnt ihr dort eure Handelsgüter herstellen und aus denen natürlich dann wieder das Geld multiplizieren im Endeffekt. Also ich hoffe, das Ganze hilft euch mit eurem ersten eigenen Anbau. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer China Tiger.